Vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiel Final Fantasy 15. Eigentlich wollte ich euch ja erst hinzufügen, wenn wir dort angekommen sind. Also hinten an dem Zielpunkt, der hier noch markiert wurde. Können mich die Autos hier überfahren? Ich möchte nämlich gerne die Straßenseite wechseln. Aber dann plötzlich blieb der Char stehen und ich dachte, oh Mist, was kommt jetzt? Hab dann schnell auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ich hoffe, dass der auch direkt reagiert hat, weil in letzter Zeit meine Aufnahme irgendwie immer so ein bisschen später erst dran ist. Und bin ehrlich gesagt auch froh über meine Reaktion, weil sonst hättet ihr diesen, ja, doch sehr mächtigen Angriff gerade nämlich nicht gesehen. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Ich brauche nicht laufen, ich kann mich teleportieren. Aber viel bringen tut das, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, da kann man einfach... Kann eine bestimmte Waffenart als Nebenwaffe ausrüsten. Das ist schön. Das sollen die aber selber für sich selbst entscheiden. Hi, da sind wir wieder. Kommt, lasst uns shoppen. Ja, gute Idee. Nö, ich will erstmal wissen, was mit meinem Wagen ist. Kommst du nicht mit? Nein. Hi. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Dann posier einfach, okay. Mach schöne Fotos. Dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Yeah. Gib gut darauf Acht. Ach ja, und Hoheit, könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Dem Boten spielen. Ja, klar. Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Oh, nett. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Okay. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Ja, warum nicht? Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Ja, das ist klar. Einsteigen, achso. Automatisches Fahren, ja, würde ich sagen. Parkplatz, Aufgabenziel. Der Prinzversand. Genau, da möchte ich. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Na. Ich dachte, die steht auf mich. Vor allem, wieso sitze ich jetzt eigentlich nicht am Steuer? Ich sitze jetzt hinten links, hä? Einkaufen ist über das Regalia-Menü auch während der Fahrt möglich, okay. Müssen wir einkaufen? Nö, oder? Geschäft? Können wir aber trotzdem machen. Kaufen? Mal gucken, was wir hier machen können. Heiltränke, Supertrank. Wie viele Kilo haben wir denn überhaupt? 1000. Elixier.
Keine Wirkung. Okay. Super-Elixier, mysteriöse Energietränke. Ich konnte es nicht mehr lesen. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ja, da war ich ja gerade am Überlegen, ob ich das machen soll. Aber nein, ihr wolltet es ja nicht. Ignis übernimmt im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel willst, bringt er dich auf kürzesten Wege dorthin. Ach so. Ja, toll. Nachts, wenn Siecher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Okay. Warum soll ich jetzt gerade dann fahren, wenn es, ne? Was? Kuchobo mieten? Das kann man hier auch? Ist ja krass. Okay. Guten Tag. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Aber nicht um den Wagen, nur um den Inhalt, ne? Oh. Hi. Oh. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Oh, war er das, wo er jung war? Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Jetzt fühlt er sich ertappt. Bald breche ich aus Tenebrae auf. Kannst kaum erwarten, dich wiederzusehen. Verstanden? Ah, komm, wir sind mal nett. So wie er gerade am Grinsen war, glaube ich, könnte das die richtige sein. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Ich denke, wir sollten einkaufen. Was denn nun? Moment, hier ist ein Fragezeichen. Wieso ist hier ein Fragezeichen? Da ist was mit 2 Kilometer. Ach so, das ist der Kai. Okay. Ja, da sollte ich vielleicht jetzt nicht zu Fuß rumlaufen. Ich sehe jetzt hier auch nichts. Fortsetzen, genau. Lasst nichts liegen. Okay. So, dann versuchen wir jetzt nochmal, ob wir noch was einkaufen können. Gegengift, Phönixfeder, was ist das denn? Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Duna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucius und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucius betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Noct. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. So, jetzt zeigt er mir die Sachen wieder an. Sehr schön. Ein Talisman, der Feder eines unsterblichen Vogels nachempfunden ist. Er belebt ein Gruppenmitglied aus der Kampfunfähigkeit. Ah, okay. Beschleunigt LP und MP-Regeneration.
Okay. Das durch Nutzkräfte eine heilende Wirkung entfaltet. Halt die LP und MP. Oh, Tatsache! Das ist der Galdin-Kai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Mmm. Freu mich schon drauf. Nachtanken. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ich habe jetzt fast das ganze Geld ausgegeben. Wir sind da. Ach, endlich! Kann man denn... Ja, hier kann man tanken. Volltanken. 10 Gil. Denke ich. Hm. Okay, ja. Also ich habe jetzt 5 Gil bezahlt, weil ich jetzt nicht voll tanken musste. Okay. Wir müssen nach da. Ich wollte jetzt gerade schon durch das Wasser durch. Obwohl. Nee, wir müssen den Steg entlang, ne? Tu mal einer das Auto hier aus dem Weg raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Also ich habe jetzt gelernt, dass ich hier nichts abkürzen werde oder so. Ich werde jetzt auch die Fahrten und das Hinlaufen mit aufnehmen, weil meistens wird ja dann doch viel geredet zwischendurch. Was ist das denn hier, Lutz? Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Sieht ja mal cool aus. Irgendwann schon, aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Ach no. Willkommen am Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch! Das ist euer Taschengeld. Huh? Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Huh? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Vorzüglich. Muss ich da runter? Lass uns einen Happen essen. Hallo auch. Ich musste, glaube ich, nicht hier runter. Moment, hier kann ich aber was einsammeln. Eine Gedenkmünze, okay. Haben die jetzt extra dahingelegt für die Leute, die jetzt traurig darüber waren, dass sie falsch rumgelaufen sind? So wie ich. Außer Betrieb. Der Hafen scheint echt geschlossen. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Ja. Wieso? Das ist jetzt eine gute Frage. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch nichts auf der Karte. Sieht so ein bisschen aus wie ein Phönix, der gerade aus der Asche raussteigen will. Oh, da ist was. Die Mikage-Insel. Die Mikage-Insel gilt seit Menschengedenken als Stätte der Götter. Selbst die Könige wagten
Erlaubnis, nur in Ausnahmefällen einen Fuß auf den heiligen Boden zu setzen. Früher richteten Pilger von Galdin Kai aus ihre Gebete zur Insel. Doch dieser Anblick ist selten geworden. Die Insel ist von tückischen Riffen und gefährlichen Strömungen umgeben. Fähren und Fischerboote machen deshalb einen großen Bogen um sie. Gerüchte über seltene Fische locken aber dennoch immer wieder tollkühne Angler in die Nähe der Insel. Stets mit demselben Ergebnis. Entweder drehen sie rechtzeitig ab oder werden nie mehr gesehen. Neue Informationen zur Region wurden im Archiv freigeschaltet. Stöber in der Galerie im Hauptmenü in den Dokumenten. Okay. Ist das jetzt das Gleiche? Ja, das ist das Gleiche. Okay. Achso. Jetzt sagt er mir, ich soll wieder ins Auto. So wie es aussieht. Vielleicht kommt dieser komische Fremde dann nochmal dahin. Ich meine, irgendwie müssen wir jetzt das Mysterium klären, oder? Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Okay. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Also das Kerlchen hier will uns erpressen. Na gut, ich würde sagen, dass wir bei der Gelegenheit hier aber erstmal einen kleinen Cut machen. Und uns dann danach aufmachen, um das Mineralvorkommen, ja, vielleicht ganz aufzubrauchen, keine Ahnung. Aber zumindest mal etwas für den mehr oder weniger guten Dino zu holen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein.